Hier in der Papiermühle wird aus ganz fein zerkleinertem und geschliffenem Holz, dem Zellstoff, Papier von Hand hergestellt. Der Zellstoff sieht zwar aus wie Papier, aber er ist noch keins. Man kann auch gar nicht darauf schreiben. Der Zellstoff muss erst einmal zerkleinert und mit Wasser und Leim vermischt werden. Das geschieht am sogenannten Holländer. Der fertig bereitete Zellstoff, der sogenannte Faserbrei, wird dann in die große Holzbütte voll Wasser gefüllt. Mischungsverhältnis 5% Zellstoff auf 95% Wasser. Der Papiermacher nimmt das Sieb, das in einen Holzrahmen gesteckt ist, und schöpft damit das Papier. Dafür taucht er das Sieb in die Bütte, nimmt es heraus und schwenkt es leicht hin und her. Das ist wichtig, damit der Papierbogen auch gleichmäßig dick ist. Dann lässt er das überschüssige Wasser abtropfen. Jetzt ist das Papier zwar geschöpft, aber schreiben kann man immer noch nicht darauf. Es muss erst einmal abgegautscht werden. Dafür nimmt der Papiermacher das Sieb aus dem Holzrahmen, dreht es um und drückt es mit gleichmäßigem Druck und wippender Bewegung auf einen Filz. Das Papier löst sich vom Sieb ab und bleibt am Filz haften. Jetzt sieht es schon aus wie ein Blatt Papier, nur schreiben kann man darauf immer noch nicht. Es ist noch viel zu nass. Wenn genügend Papierbögen geschöpft sind, kommen die Filze mit den Papieren unter die große Presse. Dort wird das Wasser aus den Papierblättern gepresst. Dafür braucht es viel Kraft. Mehrere Papiermacher müssen die große Winde drehen, um die Presse richtig fest auf den Stapel aus Papier und Filzen zu drücken. Das ist gefährlich. Daher dürfen beim Pressen nur die Papiermacher in der Papiermühle sein. Nach dem Pressen ist das Papier immer noch etwas feucht. Der Papiermacher hängt es auf, wie auf einer Wäscheleine. Und wie bei der Wäsche, die von der Leine kommt, ist auch das Papier nach dem Trocknen noch ganz schön knubbelig. Es wird nicht gebügelt, aber geglättet. Erst einmal unter Gewichten vorgeglättet und dann in der Glättpresse richtig geglättet. Und jetzt kann man auch darauf schreiben.